Hallo ihr Lieben, ja, ich habe eine neue Sucht und möchte euch gleich mal zeigen, was ich in letzter Zeit so gemacht habe. Und zwar ist die Sucht ATC-Karten und hier bewahre ich alle Karten auf, die ich noch nicht getauscht habe. Ich fange aber gleich mal an mit den Umschlägen. Ich bin in einer Facebook-Gruppe, wo ich seit, keine Ahnung, einer Woche oder so drin bin. Und bin wirklich jeden Tag am Karten machen wie verrückt und das macht mir gerade so mega, mega Spaß. Und ich wollte euch die aber auch nicht vorenthalten und deswegen zeige ich euch mal, was so in den Umschlägen ist. In der Gruppe ist es nämlich so, dass man für die Leute immer Karten sammelt sozusagen, bis dann eine bestimmte Anzahl zusammengekommen ist. Und dann tauscht man, genau. Und damit sich das Porto lohnt, schickt man die dann eben erst los, wenn man ein bisschen mehr gezeigt, also ein bisschen mehr gemacht hat. Die hier dann noch drin sind, die zeige ich euch zum Schluss. Wenn euch interessiert, wie ich diese Box hier gemacht habe, das habe ich bei einer YouTuberin gesehen. Und wenn ihr mögt, dann schreibt mir unten in die Kommentare. Wenn es euch interessiert, dann verlinke ich euch das oder vielleicht schreibe ich es auch einfach gleich unten in die Infobox den Link mit rein, weil ich finde, die ist ganz praktisch. Ich habe es ein bisschen, deswegen steht es hier so ein bisschen doof raus und ich drücke hier die ganze Zeit rein. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht, ich habe es nicht richtig an den Rand geklebt. Bei ihr hat das besser funktioniert. Aber ja, finde ich jetzt nicht so schlimm. Hauptsache, sie erfüllt ihren Zweck. So, und da ich natürlich die Namen nicht zeigen möchte von den Leuten, mit denen ich tausche, weil da immer Vor- und Zunahme, der Facebook-Name zumindest draufsteht, habe ich die Umschläge schon alle einmal umgedreht. Und ich hole aber einmal raus und zeige euch mal, das war die allererste, die ich gemacht habe. Ja, theoretisch sind die hier so ein bisschen auch in der Reihenfolge, aber natürlich, also in der Reihenfolge, wie ich sie gemacht habe. Allerdings sind die nicht alle... die Person hat ja jetzt nicht alle Karten gewollt, die ich gemacht habe. Und deswegen sind die nicht hundertprozentig in der Reihenfolge, aber so ungefähr. So, hier habe ich mal so eine Technik gemacht, habe mir so einen Stempel quasi gemacht und habe den dann mit Potsch auf die Karte gemacht. Also, ich zeige es euch, wartet. Ich spreche es bestimmt auch wieder falsch aus. Und bevor ich euch Mist erzähle, zeige ich es euch. Genau dieses Echo Punch habe ich genommen und habe dann eben diesen Stempelabdruck da drauf gebracht, indem ich dann das Papier, nachdem das trocken war, so mit nassen Finger so lange gerubbelt habe, bis man eben das Bild wieder so schön gesehen hat. Ja, da habe ich mich inspirieren lassen von Bastelmix. Die hat mal ATCs gemacht, die eigentlich in dem gleichen Style waren. Die haben mir so gut gefallen, die habe ich direkt nachgemacht. Hier habe ich einen ähnlichen Hintergrund benutzt, also Modeling-Paste. Und ja, dann halt mit ganz vielen verschiedenen Farben und eben ein Gouache-Stempel koloriert. Da auch wieder mit dieser Paste. Und einen schönen Stempel dazu, bisschen Glitzer und fertig war's. Hier habe ich mal so eine Vintage-Karte gemacht. Und diese hier habe ich Dirty Water genannt und habe hier so eine Mullbinde. Na? Hallo, Schaf, bitte. So, wieder dieser Trick hier, dass man den Hintergrund nicht sieht. Unglaublich. So, komm doch. Du hast doch gar keine andere Wahl. Ja, ich glaube, ihr seht es so ungefähr. Auf jeden Fall habe ich es Dirty Water genannt, habe eine Mullbinde genommen und habe dann die Mullbinde mit Stempelfarbe eingefärbt und ja, dann eben um diese Fänge von der Krake drumherum gemacht, um einfach auch mal ein bisschen darauf hinzuweisen, wie unsere Meere verschmutzt sind. Ein bisschen, ja, mit Bedeutung noch. Ja, das war von der einen gesehen Person, also manche Karten wiederholen sich auch, weil ich habe von vielen halt nicht nur eine Karte gemacht, sondern auch mehrere. So sehen übrigens meine Rückseiten aus. Die habe ich mir mit Photoshop gestaltet
Und ja, da schreibe ich dann drauf, also von wem, ist ja klar, das habe ich dann immer schon automatisch drin, der Name von der Karte und dann eben, was für Sachen ich halt benutzt habe. So, und das hier ist eine, die habe ich zum Beispiel heute gerade erst gemacht, mit ein bisschen Stanzteilen, ein bisschen gestempelt. Hier habe ich endlich mal mein Jellyplate-Papier, kommt im Moment auch richtig gut zum Einsatz und ja, kann halt ganz viel davon verwerten. Ein Stempel, also ein paar Stempel, hier einmal so ein Blumenstempel und hier diesen Enjoy the Little Things. Ist ja auch einer mit meiner Lieblingssprüche. Hier habe ich dann ein Stanzteil genommen und noch einen Aufkleber drauf. Und hier auch wieder mit so einem Modeling und Farbenhintergrund und dann einfach nur einmal in Schwarz und diesen hübschen Schmetterling dazu. So, jetzt sehe ich gerade, dass hier doch noch Namen sind. Da muss ich gleich mal gucken. Hier habe ich, glaube ich, nicht was drum gemacht. Hier habe ich auch eine mit einem, wieder mit einem Gorgeous. Genau. Also ich habe heute mal welche gemacht, wo mehrere genau gleich sind. Aber ich mag das nicht so gern, wenn die alle genau gleich sind, ehrlich gesagt. Also ich versuche die schon immer ein bisschen unterschiedlich zu machen. Hier hatte ich mal eine, so Vintage Ticket hatte ich die genannt. Ja, und die habe ich auch tatsächlich heute gemacht. Die ist auch mit Jellyplate Papier im Hintergrund und dann ein bisschen drauf rumgemalt. Und hier habe ich, wir haben so eine Maschine, wo man die Buchstaben so reintippen kann und der druckt die dann aus. Und ja, damit habe ich das gemacht und dann halt einfach nur schwarz umrandet. So, ja, die habt ihr schon gesehen, die ist tatsächlich mal gleich, genau wie diese hier, die, ja gut, ein bisschen anders aufgeklebt und die Mullbinde kriegt man natürlich auch nicht genau gleich hin. Hier habe ich mich mal so ein bisschen von Indien inspirieren lassen, oh, stellt scharf, welch Wunder, und ja, fand ich auch ganz cool, so ein Mandala-Elefant, den man kaum erkennt. So, hier habe ich wieder jemanden, der ein paar mehr Karten von mir haben wollte. Auch wieder eine von dieser Vintage-Kollektion. Eine von der Häuser-Kollektion. Noch eine Vintage. Ja, nee, das waren die Tickets und das war die Vintage, genau. Und dann eine aus dieser Serie. So, jetzt muss ich einmal kurz gucken, dass ich die ganzen Umschläge doch umdrehe. So, hier habe ich leere Umschläge. Da habe ich von jemandem Karten haben wollen und die haben bei mir aber noch keine gefunden. Diese Dame wollte nur eine von den Ticketkarten. Hier ist das zweite von den Gorgeous. Davon hatte ich zwei gemacht. Dann diese hier mit einem Stampin' Up Stempel, den ich auch gerade erst frisch gekriegt habe. Ich kann euch auch das Set einmal zeigen. Ich hoffe es zumindest, dass ich es hier gleich griffbereit habe. Jawohl, da ist es. Das habe ich mit diesem Set hier gemacht. Tintentraum. Ja, finde ich total schick. Da kann man halt erst in verschiedenen Farben den Hintergrund quasi stempeln und dann stempelt man die Kontur. Und das ist aber trotzdem so ein bisschen übermalt quasi, aber halt eben mit Absicht. Und den Spruch finde ich auch ganz schick. Ich schicke dir einen Gruß. Genau. Und hier nochmal eine von den Vintage-Karten, die ich auch heute gemacht habe. So, jetzt könnte es schon sein, dass sie sich im Style ziemlich wiederholen. Ach ja, nee, das war nochmal, das war ein Einzelstück. Davon habe ich tatsächlich nur eine einzige gemacht. Ups, hier bleiben. Ja, davon werde ich aber noch mehr machen, weil ich habe noch einiges an Gorgeous Sachen, die schon fertig sind und die man dann eben einfach aufkleben kann. Und mit einem schönen Hintergrund finde ich die auch ganz schick. Dann habe ich diesen süßen Mäusestempel genommen, habe hier auch so einen Hintergrund mit Distress Inks, noch ein paar Glitzersteinchen dazu und diesen Spruch hier, das war auch aus einem Stampin' Up Set, aber fragt mich bitte nicht aus welchem. Das finde ich jetzt so schnell nicht.
Ja, hier ist nochmal eins von dieser Serie. Die habe ich übrigens Freestyle genannt. Man gibt ja den Karten auch immer Namen. Und diese hier heißt, glaube ich, Home is Where. Weil, einfach abgekürzt von dem, was da ist. Genau, und hier habe ich bei den allen auch immer am Rand nochmal so ein paar Glitzersteinchen. Und die gefallen mir sehr, sehr gut. So, und wir kommen schon zum letzten Umschlag. Die ist auch noch von dieser Serie gewesen. Die waren auch ruckzuck weg. Und die letzte von den Gorges in diesem Style. Davon hatte ich auch nur drei gemacht. Genau, so, dann kann ich alle Umschläge schon wieder beiseite. Also da kommen relativ schnell ziemlich viele Umschläge tatsächlich zusammen. Ja, und hier kommen wir jetzt zu meinem Kästchen. Und ich hole die einfach mal alle in einem Schwung raus und fange mal hinten an, weil das sind die, die ich zuerst gemacht habe. Genau, von der Serie ist noch eine über. Dann habe ich mal eine gemacht mit einem Stück Stoff. Da habe ich irgendwann beim Action gab es diese Packs mit rechteckige Stoffstücke. Und ja, einfach noch so ein Acrylding hinten drauf. Das hat aber noch niemandem gefallen. Hier, das ist von dieser Serie, diese indische Serie, genau das gleiche Motiv auch mit diesem Elefanten. Hier habe ich einen anderen Elefanten. Und das Papier hinten ist halt auch Jellyplate-Papier gewesen. Da ist die zweite von den Mäusen, die dann auch tatsächlich mal sehr, sehr ähnlich sieht. Aber die ist schon weg, die muss ich gerade mal an die Seite legen. Habe ich vorhin gesehen, die hat jemand sich gewünscht. Die habe ich nur noch nicht reingetan. Gut, dass ich es gerade merke. Und hier ist die zweite von denen. Und das ist auch ganz cool, weil hier habe ich schwarzen Cardstock genommen und dann mit diesen Glossy Sprays drauf gesprüht. Und dadurch sind diese coolen Hintergründe entstanden. Fand ich echt schick. Also es verläuft so ein bisschen, hat ein bisschen was von Alkoholmarkern irgendwie. Und die glitzern halt auch tatsächlich. Und dann eben wieder der gleiche Spruch, aber diesmal mit dem Schmetterling. Und ich glaube, die hat genau die gleiche Person sich ausgesucht wie die. Da muss ich gleich nochmal gucken und nochmal einen Umschlag machen. Ich glaube, ich habe mittlerweile 12 Umschläge oder so. So, ja, hier ist noch die zweite davon übrig von der Gute Laune. Hier ist auch noch eine von über. Davon ist noch gar keine tatsächlich weggegangen. Davon habe ich es da bis mal umgedreht gemacht. Und zwar schwarzen Cardstock genommen und die Häuser dann eben mit weißem Flüsterweiß von Stampin' Up halt umrandet und hier auch mit dem Flüsterweiß gestempelt. Das war mal irgendein Billigstempel. Nee, gar nicht wahr, so billig war der nicht. Den habe ich beim Kiebitzmarkt. Bei uns gibt es, Kiebitzmarkt ist halt so ein Bastelladen. Da habe ich dieses Stempelset mal gekauft. Das war doch gar nicht so ein billiges. Sweet Home. Und ihr seht vielleicht, ringsrum habe ich dann in verschiedenen Farben mit Novo Drops, also mit Novo gearbeitet und habe die dann halt so drumherum getippt. Und einmal in Clear, einmal in Blau und hier einmal in Rosa. Ich finde die ganz schön, aber in der Dings haben die bisher noch niemandem gefallen. Die ist auch weg. Die habe ich auch noch nicht in den Umschlag gepackt. Da muss ich auch gleich nochmal gucken. Hier ist die zweite von den Vintage. Theoretisch genau das gleiche, nur dass die Bilder da in der Mitte halt unterschiedlich sind. Diesen Stempel, das war mal von AliExpress, habe ich den mal bestellt. Die Briefmarken habe ich selbst gemacht. Und die Teile hier, da habe ich ausgeschnitten. Und zwar habe ich das jetzt hier liegen. Von AliExpress habe ich mir mal solche kleinen Heftchen hier und da sind halt ganz viele Papiere drin. Da habe ich mir dann welche rausgesucht, ja, wo halt menschliche Gesichter sind, dass man die dann auch quasi, dass es ein bisschen aussieht, wirklich wie fotografiert. Genau, das ist die zweite Serie davon. Dann diese hier und davon kommen jetzt ganz viele und die sehen tatsächlich alle fast gleich aus. Die habt ihr auch schon gesehen vorhin. Und
Da ist halt Jellyplate Papier. Ich halte es doch ein bisschen näher. Könnt ihr es doch ein bisschen besser sehen. Wie gesagt, theoretisch alle gleich. Alles aus einem und dem gleichen Papierbogen. Und dann halt oben immer diese Schmetterlinge draufgeklebt. Hier so ein Stanzteil. Ich weiß nicht mehr, wo ich das her habe. Ich glaube auch von Ali. Und dieses Stempelset weiß ich auch nicht mehr, woher genau. So. Naja, und der Hintergrund verändert sich halt immer ein bisschen, weil es halt eine andere Stelle aus dem Dings war. Und für diesen Sonnenschein habe ich hier, das ist auch von Ali, habe ich dieses Teil hier benutzt, auch noch nicht sauber gemacht. Und da dann halt diesen Sonnenschein mitgemacht. Der ist mal deutlicher, mal nicht so deutlich. Ja, und dann gibt es die halt in grün. Mit grünen Schmetterlingen, 4 Stück und 4 mit blau und eine von den grünen. Habt ihr vorhin gesehen, die waren schon weg. Genau. Ja, das war's schon. Aber schnell gezeigt, aber besonders die hier für die Hintergründe, bis das alles getrocknet ist und ja, man das alles vernünftig gemacht hat. Also für diese Karten hier, die diese ganzen Hintergründe haben, da habe ich bestimmt, keine Ahnung, insgesamt 3 Tage gebraucht oder so, bis die Karte wirklich komplett fertig war. Also, und die hier finde ich ehrlich gesagt, also wenn jemand anderes die gemacht hätte und die wäre zum Tausch, würde ich die sofort nehmen. Aber auch von denen hätte ich mir, glaube ich, eine ausgesucht, weil die mir gut gefallen. Ja, und weil viele in der Gruppe halt auch dann mal mehrere im gleichen Stil machen, habe ich mir gedacht, komm, das machst du jetzt auch einmal wenigstens. Aber ich muss wirklich sagen, für mich, ich habe festgestellt, ich mag es lieber, wenn es Einzelstücke sind oder ja, höchstens 2-mal da sind. Finde ich einfach schöner. Genau. Und bei diesen Dingen hier überlege ich mir, ob ich hier vielleicht nochmal also so einen kleinen Streifen mache. Und mir dann unten halt da nochmal so einmal umklappe und dann unten nochmal festklebe, weil es mich doch ein bisschen nervt. Also eigentlich, wenn man sie vernünftig baut, dann sieht sie so aus. Und was ich mir aber noch verändert habe, ich habe hier, seht ihr es vielleicht, habe ich mir Magneten drunter gemacht und da eben auch, damit das immer schön zusammenhält. Ja, ihr Lieben, das war's. Hier muss ich gleich nochmal gucken, wem die Karten gehören. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.